entweder ich gehe von montags bis freitags ins Büro und denke, wann ist Wochenende, wann habe ich frei, wann habe ich Feierabend, und nee, ist schon wieder Montag. Und dieses Gefühl, das ist gar nicht, ich mag das einfach gar nicht. Und da habe ich überlegt, okay, es gibt zwei Dinge. Entweder ich entscheide mich jetzt voll für die Tiere oder ich nehme das in Kauf und gehe halt arbeiten. Und das war eindeutig die Entscheidung. Ich mache Vollgas Tiere, dafür habe ich dann halt die Einbuße. Weniger Gehalt, mehr Arbeit und so manch anderes, was man da so mitnimmt. Also sprich, ja, ein paar Stresspunkte mit Ämter, Bürokratie und Zivilisation. Aber dafür habe ich dann den Punkt, okay, ich habe wirklich den Beruf, das mit den Tieren, wo ich merke, okay, das ist genau meins, das ist das, was ich will, und da fühle ich mich wohl. Das war die Entscheidung. Inzwischen ist es Mai geworden und den Schafen wird es allmählich zu warm, da sie immer noch das Winterfell tragen. Aber Franziska und ihre Helfer bereiten jetzt alles zur Schafschur vor. Franziska und ein Freund von ihr werden heute die Schafe scheren. Was sind das jetzt für Schuhe? Das sind Schermokassins. Das sind nur zum Schafe scheren. Aha. Und aus was für Filz oder aus Wollfilz oder aus? Früher waren die aus Wolle, jetzt ist das so ein Kunststofffilz. Ja. Aha. Hebt länger. Okay. Das ist wie Barfußlaufen. Hat man ein bisschen Gefühl fürs Schaf, weil man hebt es eigentlich mit den Beinen. Und wenn ich jetzt mal auf Schwänzle tritt oder so, das merkst du gleich jetzt, wenn du da so festes Schuhwerk hast, hast du ja kein Gefühl fürs Tier. Das sind praktisch die Untermesserkämme, heißt es. Und das, ich könnte jetzt für jedes Schaf den passenden Kamm drauf machen. Aber du nimmst jetzt so einen Mittelwert, wo du denkst, das funktioniert für alle. Ja, die Friseure haben ja auch verschiedene Werkzeuge und so ist es hier auch. Sieht zwar immer alles gleich aus, aber für einen Schafscherer ist das ein großer Unterschied. Ja. Oben ist elektrisch und über eine Welle wird es jetzt hier unten angetrieben. Ja, und wird dann... Doch so mechanisch denn. Rein mechanisch. Jetzt geht es endlich los.
sorgfältig und sorgsam. Die Schafe fest im Griff, sonst ist die Verletzungsgefahr sehr groß. Nichts wie weg. Schafe sind natürlich froh, wenn die Schur vorbei ist. Sehr anstrengende Arbeit, deshalb hängen sich die Scherer in die Gurte. Auch müssen zwischendurch immer wieder die Messer gewechselt werden, wenn sie zu stumpf sind. Wenn Schafe flüchten, machen sie oft langgestreckte Sprünge, sodass es aussieht, als würden die Tiere schweben. Ja, die Wolle. Über tausende von Jahren wurde Wolle als wertvoller Rohstoff gehandelt. Leider ist das heute nicht mehr so. Wolle gilt mittlerweile eher als Abfall, denn als ein Produkt, das Gewinn bringt. Also ist die Schafschur heutzutage nur eine reine Pflegemaßnahme, welche lediglich Kosten verursacht. Der Preisverfall hat schon vor etlichen Jahren eingesetzt. Es begann schleichend, spätestens mit der Erfindung der synthetischen Fasern. Diese ersetzen nun die vergleichsweise teure Wolle. Ja, das ist ein Typ. Warum Schafe, nochmal Schafe, guck. So, und jetzt? Fertig. Franziska, fertig? Ja, teilweise.